Da kann ich aber froh sein, dass hinter meinem Rücken nicht schlecht über mich gesprochen wird. Was, Olli? Ich höre gerade aus der Regie, es gibt überraschend Bewegung in der Causa Gottschalk nach dessen Wahnsinnstat. Wir geben ab zu einem Aktenzeichen XY Spezial. Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Aktenzeichen XY Spezial live aus München. Mein Name ist Rudi Zerne. Ja, Gottschalk ist auffällig geworden unter seinen Decknamen als Tommy, Supernase oder der neben der Hunziker. Die Polizei fragt nun, wer hat Gottschalk in den letzten 3 Minuten gesehen? Bei mir im Studio möglicherweise die beiden letzten Augenzeugen, Carmen und Robert Geis. Guten Abend. Robert, wo bleibst du denn jetzt? Komm! Ach, wenn ich immer dieses Robert höre, kann ich persönlich dir die Stimmbänder ziehen. Du. Was hast du denn da wieder gekauft? Hör mal, das ist von einem echten Polizisten. Das ist der Burner. Steht ne Jutta-Dingen, oder? Bei dir hat doch der Friseur mit dem Föhn das Gehirn weggebrannt. Robert, sind das Schuppen oder Strasssteine? Carmen, jetzt halt doch mal de Bagger. Lass der arme Mann doch mal ausreden. Jetzt, mein Gott. Vom Nachfragen ist noch keiner blöd geworden. Hör mal, was ist das? Schuppen. Ha? Ja, Gottschalk werden folgende Straftaten zur Last gelegt. Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung und Zweckentfremdung einer Autotür. Inwieweit können Sie das bestätigen? Sag du, in den Schuhen kann ich nicht reden. Ja, aber da gibt es nicht viel zu erzählen. Der Gottschalk hat versucht, hier mit der Autotür die Leute umzunieten. Mega geil. Das war 1A, wie bei Rambo. Nee, wie bei Terminator. Wo waren denn da bitte Roboter? Ja, du bist auch so ein Roboter. Robert! Stell das Ding runter. Ja, mach doch selber, mach das weg! Ja, das war also das Originalbeweisstück, eine Autotür von einem Daihatsu Koore. Und das hier ist das Vergleichsstück. In so einer Karre würden bei mir zu Hause in Saint-Tropez meine Ping-Pongs und Bimbos für mich noch nicht mal mitten in der Nacht für mich zum Sondermüll fahren. Robert! Was denn? Ja, was vermuten Sie denn als Beweggründe hinter diesen Taten? Na ja, greif ne nackte Neger mal in die Tasche, ne? Robert! Ja, was denn, Carmen? Der Gottschalk ist pleite, der doof. Ende aus, Nikolaus. Ich hätte an seiner Stelle vor 2 Jahren der ZDF Gewinnbring verkauft, dann schön Malibu Time auf Ibiza und Easygoing farbedruckte Scheine von der Bank geholt. Der Gottschalk war gestern nicht mehr bei der Haarschmesse auf Bali. Ja, ja, und dann sein komisches Schloss. In so was kannst du normalerweise noch nicht mal der Winterreifen stapeln. Nee. Danke für das Gespräch. Ja, bitte. Komm, ist gut, Junge. Ja. Ja, liebe Zuschauer, hoffen wir, dass Gottschalks gesetzlosen Treiben bald ein Ende gesetzt wird. Die Zeit drängt, denn offensichtlich schreckt er nicht einmal vor einem neuen Kinofilm zurück.